Hi, P2 hat in diesem Frühjahr einen sehr interessanten neuen Überlack rausgebracht, und zwar den Manicure Repair Top Coat. Der verspricht, Nagellack-Missgeschicke mühelos zu reparieren, und da bin ich doch sehr gespannt drauf, ob das funktioniert. In diesem Video möchte ich eine kleine Review von dem Überlack geben und werde ihn auch in der Anwendung zeigen. Hier hinten auf dem Lack ist auch schon ganz gut erklärt, wie man den anwenden soll, und zwar bei kleineren Manikürfehlern. Da soll man also einfach nur eine Schicht drüber geben und antrocknen lassen. Wenn tiefere Kratzer oder Rillen oder so drin sind, soll man mit dem Farblack erst wieder auffüllen, das 30 Sekunden antrocknen lassen und dann eine Schicht von dem Topcoat drüber geben. So, ich habe jetzt einfach mal mit zwei verschiedenen Farben lackiert. Ich hoffe, dass man dann das Ergebnis gut sieht. Also ich muss jetzt leider hier kleine Missgeschicke reinbringen mit Absicht. Ich fasse hier einfach mal rauf. Sonst funktioniert es doch immer so leicht, dass man hier irgendwie was, irgendein Problem sich macht. Okay, hier hat es funktioniert. Okay, hier haben wir jetzt auch ein kleines Missgeschick. Ich hoffe, man sieht es. Hier habe ich gerade reingedatscht. Und werde jetzt mal mit diesem Überlack drüber gehen. So, was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, ich bin mit dem Überlack rübergegangen und statt hier mein Missgeschick zu verkleinern, hat es hier noch ein kleines Missgeschick mit reingebracht. Schon mal nicht sehr gut. Jetzt werde ich mal gucken, was bei dem rosa Lack passiert. Ich habe das Gefühl, auch hier hat es das Missgeschick vergrößert. Vielleicht ist es einfach schon ein Fall dafür, dass man mit Farblack auffüllen soll. Dann frage ich mich allerdings, was kleine Missgeschicke sein sollen. Vielleicht gehe ich einfach mal mit einem Tuch rauf. Und das Ergebnis ist doch ganz gut. Also hier hat er tatsächlich, scharf stellen, hier hat er tatsächlich ganz gut repariert. Na gut, dann mache ich mal hier ein richtiger Kratzer. Das soll man dann 30 Sekunden antrocknen lassen und dann eine Schicht von dem Repair Topcoat drüber geben. Das gleiche werde ich auch mal hier probieren und auch bei dem Mittelfinger. Mal gucken, ob wir unsere Patz dann noch repariert bekommen. Okay, ich habe jeweils den Topcoat ungefähr 5 Minuten jetzt antrocknen lassen und finde, dass hier bei dem kleinen Finger, wo ich nur mit dem Tuch gegengekommen bin, der relativ gut den Makel repariert hat. Also der sieht eigentlich ganz gut aus. Hier musste ich ja mit Farblack auffüllen an dieser Stelle und ich finde, wenn man nicht genau da jetzt so drauf achtet, fällt es nicht auf. Also auch den Ringfinger hat der Überlack ganz gut repariert. Bei den beiden Fingern finde ich allerdings, dass man ziemlich stark sieht, wo ich die Makel aufgefüllt habe, und hier bei dem Mittelfinger ist sogar so ein neuer Makel entstanden. Ich glaube, ich habe erwartet, dass der Überlack die Maniküre wirklich so repariert, als hätte man frisch lackiert und gar keinen Patzer davor drin gehabt. Also ganz so perfekt macht dieser Überlack die Maniküre nicht. Man muss sich dann natürlich auch fragen, ob das ein Überlack kann und wie der überhaupt funktionieren soll. Und hier steht einfach nur die innovative Formel. Und ich habe schon so einen Verdacht, wie diese Formel wirken soll. Und ich glaube, ich kann besser zeigen, wie der eventuell funktioniert, wenn ich nochmal eine Demo mit einem dunklen Lack mache. Gib den rüber. Und wenn man sich jetzt den Pinsel anschaut, komplett verfärbt. Ich denke einfach, dass der Überlack den Lack anlöst. Und dadurch versucht, den sozusagen durch Verschmieren wieder gleichmäßiger zu machen und halt kleinere Patzer aufzufüllen. Ja, von daher ein interessantes Produkt, wenn man gerne helle Lacke trägt und kein Problem damit hat, nach dem Lackieren lange zu warten, bis der Überlack getrocknet ist, dann kann man den gut mal ausprobieren, dann könnte der durchaus was für einen sein. Wenn man allerdings eher dunklen Lack trägt, ist das schon nervig in der Anwendung, und wenn man Händchen dafür hat, eher sich größere Manikür-Missgeschicke zuzuziehen beim Lackieren, dann denke ich, ist der auch etwas überfragt und wird nicht viel Abhilfe schaffen können. Ich glaube, in manchen Fällen hilft dann doch einfach nur, den Finger jeweils neu zu lackieren.
Ich hoffe, euch hat meine kleine Review zu dem P2 Manicure Repair Topcoat gefallen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video.